So, super viele von euch haben mich persönlich gefragt, wie ich es geschafft habe, meine Haare davon wegzubekommen, dass ich sie alle 2 Tage waschen muss. Und das habe ich wirklich mit diesem Schätzchen hier geschafft. Und zwar ist das das Balancing Shampoo. Das sorgt, wie der Name schon sagt, dass wieder alles in Balance kommt. Denn häufig ist es so, dass wir durch Überpflegung oder vielleicht Haarschaum oder ja, durch zu viel Föhn einfach die Teigproduktion an der Kopfhaut so stark angeregt haben, dass wir eine Überfettung haben. Und als ich angefangen habe mit meiner perfekten Haarpflegeroutine, habe ich mit diesem Shampoo hier begonnen. Und das hat ja nicht nur die Wirkung, dass es die Kopfhaut wieder in Einklang bekommt langfristig, sondern tatsächlich versorgt es auch mit Baumwollblütenextrakt die Keratinfasern des Haares. Also das ist diese Schuppenschicht, von der ich eben gesprochen habe, dass die geglättet wird, also dass wir schöne, geschmeidige Haare haben. Und auf der anderen Seite ist da drin eine Aminosäure, das ist Chitin, das ist eine Aminosäure, die die Haare wirklich gut mit Nährstoffen versorgt, sodass sie wirklich wunderschön gepflegt aussehen und ich aber zeitgleich wirklich die Möglichkeit habe, meine Kopfhaut wieder in Balance zu bringen. Und da habe ich es wirklich so gemacht, dass ich zweimal mir die Haare mit dem Shampoo gewaschen habe. Super wichtig beim Haarewaschen ist wirklich das Shampoo nur am Kopfhaaransatz einzugeben, richtig gut zu massieren und dann auszuspülen in die Längen. Also nicht den ganzen Kopf einschamponieren, sondern wirklich nur hier den oberen Bereich richtig gut massieren und dann ausspülen. Und wirklich wichtig, nicht zu heißes Wasser. Wenn ihr zu heißes Wasser verwendet, dann ist es so, dass die Kopfhaut wieder in Stress gerät und auf der anderen Seite wieder zu viel Teig produziert. Also lauwarmes Wasser, Shampoo nur am Ansatz und dann bekommt ihr das damit super schnell in den Griff.